Wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel heute Abend und Sie sehen es ja, das Wetter hier ist richtig gut. Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann begleiten Sie durch dieses Spiel und ich bin sicher, das wird heute eine richtig interessante Partie. Midtjylland gegen Inter Mailand. Kann losgehen, Wolf. Ich denke auch, das ist ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Anstoß Inter Mailand. Abwehr muss aufpassen bei dieser Ecke. Die Chance jetzt hier vielleicht für den Außenseiter. Schauen wir mal, was sie draus machen. Ecke kommt rein. Kein Problem. Der Torwart ist da beim Eckball. Auf ihn wird's ankommen heute, da bin ich sicher. Es gibt in diesem FUT-Verein keinen besseren, keinen erfolgreicheren Torjäger als ihn. Das ist natürlich eine Riesenleistung. Ohne den wären sie nicht da, wo sie stehen. Könnte die Führung werden. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Inter Mailand hatte in den letzten Jahren einige Probleme, aber ich glaube, die muss man so langsam wieder auf der Rechnung haben, oder? Ja, die haben weiter das Potenzial, große Titel abzuräumen. Ich bin mir sicher, die kommen wieder. Martinez. Toller Pass. Lautaro Martinez. Klasse Tackling. Da ist der Ball weg. Lautaro Martinez. Damian. Da suchen Sie jetzt die Lücke. Weiter dieses Unentschieden, aber Sie machen das hier sehr überzeugend. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Ecke Brozovic. Ball ist erstmal wieder raus. Calhanoglu. Sauberes Tackling von ihm. Den Ball kann er abfangen. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Sisto. Keine gute Aktion. Ganz enge Geschichte, auch beim Ballbesitz alles ausgeglichen. Und dann kommt eben so ein 0:0 raus. Und jetzt gucken wir mal, wer sich da vielleicht doch mal einen Vorteil erarbeiten kann. Sehr guter Einsatz.
Siehst du. Er kann es machen. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Bei Edin Dzeko läuft es heute nicht bislang. Wenn Sie hier noch was reißen wollen, dann muss mehr von ihm kommen. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Zverchenko. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Tolles Zuspiel. Lautaro Martinez. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Könnte jetzt was werden. Jetzt die Gelegenheit zur Flanke. Das macht er gut. Martinez. Gutes Tackling. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Die Pässe jetzt. Der Ball läuft gut. Sie verfallen nicht in Hektik. Warten auf die Lücke. Warten auf die Chance. Siehst du. Sieht gefährlich aus. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. Martinez. Çalhanoğlu. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Nun de Frey. Lautaro Martinez. Çalhanoğlu. Dzeko. Jetzt kann das Tor fallen. Ausgleich für Inter. Die Partie ist also wieder völlig offen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Siehst du. Machen Sie gut. Ball erstmal weg. Damian. Immer noch im Spiel. Klasse gemacht. Könnte gefährlich werden jetzt. Das macht er sehr gut. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Lautaro Martinez. Ballverlust Inter Mailand. Jetzt können sie vielleicht kontern. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Wenn Sie jetzt treffen, gewinnen Sie das Spiel. Da lege ich mich fest. Und Dzeko.
Martinez. Varela. Damian. Da verlieren sie den Ball. Schirmt den Ball gut ab. Der Ballverlust. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Perisic. Džeko. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. 90 Minuten sind vorbei. Es steht unentschieden.